Hi und willkommen bei Wo ist Lurchi, die Gewinnerziehung am Sonntag. Und zwar hatte ich euch am Mittwoch gefragt, wo ist Lurchi, und hatte euch Zeit gegeben, bis heute mir die richtige Einsendung per E-Mail zu schicken. Zuerst zeige ich euch mal, was eigentlich gesucht war. Schauen wir uns die Location jetzt einmal zusammen an. Das war die Fragestellung, wo ist Lurchi und wo war ich denn nun? Diese Woche war es ein Wo ist Lurchi extrem, das heißt, diese Location war extrem schwer zu finden, das dachte ich zumindest, dennoch hatte ich die richtige Einsendung per E-Mail bereits nach einer Stunde nach Veröffentlichung dieses Videos in meinem E-Mail-Fach. Und wer der glückliche Gewinner ist, das sage ich euch jetzt jeden Augenblick. Aber zuerst würde ich sagen, schauen wir uns einmal den Preis an, was ihr gewinnen konntet zu Wo ist Lurchi extrem. Und zwar war das folgende Tastatur aus dem Hause Rie, und zwar diese hier. Das ist die Rie Mini i25, kostet normalerweise 50 Euro und gewonnen hat sie... Sascha Kühn, deine Einsendung war komplett richtig. Du hast Wo ist Lurchi richtig gelöst und hast mir die richtige Einsendung geschickt, und zwar mit folgendem Beitrag. Das war dein Bild. Dieses Bild ist komplett richtig und damit hast du Wo ist Lurchi extrem gewonnen. Wo war denn nun die Location? Und zwar ist die Location in diesem Video versteckt. Harveys Apartment. Wer wissen will, wie man da reinkommt, Link in der Videobeschreibung. Dort zeige ich euch, wie man in diese Location hineinkommt. Dieses Video ist ungefähr 2 Jahre alt, deswegen hat es mich total verwundert, dass die richtige Einsendung bereits nach einer Stunde vorlag. Jetzt kommt die Frage an euch, wie schwer war es denn für euch? War diese Location schwer oder einfach? Schreibt es doch mal in die Videokommentare, das würde mich mega interessieren. Am Montag kommt eine neue Folge von Wo ist Lurchi für alle diejenigen, die diesmal kein Glück hatten. Also nicht verpassen, am Montag wieder einschalten bei Lurchi Nummer 1. Ich bin an der Stelle jetzt raus, macht das gut, euer Lurchi Nummer 1, bis zum nächsten Video.